Bandemix, das ist fix. Freitagabend 20 Uhr. Bandemix, das ist fix. Das ist Unterhaltung pur. Ja, ich darf den Reigen eröffnen. Bandemix Volume 5. Meine sehr verehrten Zuseherinnen und Zuseher. Und jetzt wird spannend. Das Line-Up des heutigen Abends. Heute mit Isabel Meili, Jürgen Föttinger, Sonja Pickard und Benedikt Mittmanns-Gruber. Pandemix, das ist fix. Freitagabend 20 Uhr. Und ich bin der Thomas Stobel und ich darf anfangen. Und die Jules und der Kri, die das organisiert haben, denen gebührt einmal der Applaus von mir vorab. Rideo, Künstleragentur. Und ich habe gesagt, na, wie soll ich anfangen? Stell dich doch einfach vor. Vielleicht kennen dich die einen oder anderen noch nicht. Das mache ich. Thomas Strobel. Ich bin seit 31 Jahren Mitglied in dieser Band. Victor Gernot and his Best Friends. Das ist die Ahnengalerie hinter mir. Ich war 3 Jahre im Cabaret Simpel unter der Leitung von Michael Niavarani. Das gibt es seit dem Jahr 2000. Strobel und Sokal, die Lieder von Biron und Knapp. Und Steinböck und Strobel, seit dem Jahr 2011, wir zwei Musikkabarettisten im Duo unterwegs. Aber begonnen hat das alles bei der Jazz-Kitty. Da war ich 21 und Profimusikant. Gut, aus der Zeit kennt mich keiner, weil ich ja immer hinter der Jazz-Kitty gestanden bin. War aber ja trotzdem eine geschützte Werkstätte. Warum stehe ich jetzt solistisch da, heute hier bei Pandemix? Warum? Weil es seit einigen Jahren mich auch im Solo gibt, aktuelles Programm Jukebox. Und das ist das, was mich am meisten nervt jetzt in dieser Isolation, in dieser Quarantänezeit. Ja? Dass ich nicht rauskomme, dass ich nicht die Leute beobachten kann. Und man hört die Schmäh nicht. Und bei uns in Österreich rennt ja bekanntlich der Schmäh überall. Nicht? Im Wartezimmer vom Arzt. Seit mein Oberschenkelhalsbruch kann ich besser laufen als vorher. Na wirklich, dann fällt da ja nur mehr Gehirnerschütterung. Ja? Auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wissen's. Ich fahre schon seit 24 Jahren mit dem Bus. Um Gottes Willen, wo sind sie eingestiegen? Ja? Und natürlich auch bei Grillfesten, wie man sie noch machen durfte. Da sagt dann er zu ihr, weißt du was, heuer im Herbst, da werden wir zwei heiraten. Sagt sie, ja, aber wer nimmt uns heuer im Herbst noch? Und da sind wir bei meinem Thema jetzt. Das Thema meines Abends, Hochzeiten. Die sind nämlich auch die meisten abgesagt, verschoben, weil es nicht stattfinden darf. Alle sind traurig. Sicher hat jeder von euch da am Bildschirm jemanden, der heuer eine Hochzeit geplant hätte, jetzt im Frühjahr oder irgendwann im Sommer, wird nicht sein. Aber das Gute ist, dass ihr jetzt vom Strobel noch Tipp kriegt für die Musik. Weil ich war ja lange Zeit Tanzmusiker, Kommerzmusiker, bin durch die Lande gereist und ich weiß, mit der Musik, da liegen die Menschen gern falsch. Weil zum Beispiel, du kommst als Musikant dorthin und wenn die Braut in die Kirche geführt wird, soll es singen. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Und ich habe oft gedacht, viel realistischer wäre, ich singe yesterday. All your troubles seem so far away. Und dann ist es so, es heiraten ja nicht immer nur Models. Also, wie soll ich das erklären? Also, der Manfred Deichs. Da habe ich ja immer gedacht, der war so innovativ, der hat diese Deichs-Figuren erfunden. Aber in meiner Zeit als Kommerz- und Tanzmusiker, da bin ich in Gebiete von Österreich vorgedrungen. Da habe ich mir dann oft gedacht, puh, ich glaube, der Manfred Deichs war schon da. Der hat einfach ein paar Fotos gemacht und dann seine Deichs-Figuren abgebaust. Aber auch bei so Deichs-Hochzeiten bleibt die Musikauswahl romantisch. Und wenn dann bei einer Deichs-Hochzeit die Ringe getauscht werden, dann stehst du als Musiker dort und singst You are so beautiful to me. Und ich habe mir das meistens angeschaut und habe mir gedacht, was seht ist zwar, was ich nicht sehe. Und ich hätte da eine Empfehlung, ja. Wenn schon so ist, dann einmal ehrlich sein, an diesem schönsten Tag des Lebens, das finde ich überhaupt irgendwie seltsam. Nicht? Diese Hochzeit ist der schönste Tag des Lebens, was heißt das? Ob dann wird es Arsch oder was? Nein,
Also sei es wie es sei. Aber da könnte man ehrlich sein. Also da geht man dann zum Musiker hin und sagt, pass auf, wenn wir Holde und die Ringe tauschen, dann spielst du wahrheitsgemäß hässlich. Wir sind so grässlich hässlich und ich bin Haas. Also man sieht, Musik kann ganz daneben liegen beim Heiraten, vor allem in der Kirche. Ja? Wenn der Pfarrer predigt, diese Kombination zwischen Pfarrer und Wunschliedern, das geht oft in die Hosen. Was Gott verbunden soll, Menschen nicht trennen. I'm on a highway to hell. Bitte, die Schwiegermutter ist völlig verstört. Und der Pfarrer kennt sie überhaupt nicht aus. Gut, der kann ja auch nicht Polnisch. Ja. In gute wie in schlechte Tage. And I still haven't found what I'm looking for. Das kann sich der Bräutigam maximal denken. Still haven't found what I'm looking for. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Let it be, let it be, let it be, let it be. Bitte solche Lieder nicht bei der Zeremonie in der Kirche. Schwierig ist es auch dann nachher beim Tanz, weil ja alle Generationen zusammen sind, zusammengewürfelt bei so einer Hochzeit. Und da war es für mich immer ganz, ganz schwer, diese Wünsche zu erfüllen. Ja? Also eine Katastrophe. Du stehst dann und spürst eh gemütlich vor dich hin, dann kommt einer und sagt, ja, spürst du einmal das Lied vom Eric Burden, wo er singt, der Riese haust in New Orleans. Ja, hab nachgedacht, aber mir ist damals eingefallen. Der Riese haust in New Orleans. Unter uns. Hab den Eric Burden dann angerufen, der hat es nicht gewusst. Von dem Riesen und von New Orleans. Er hat es nicht gewusst. Ja. Und der Niveauunterschied bei Hochzeiten. Ja. Die eine Familie gebildet, die andere bildungsfremd und so. Ja, da ist einmal der Brautvater zu mir gekommen und hat gesagt, okay, spielst du da so einen Schlager, so einen Schmus? Spielst du mal was Gehaltvolles von Bob Dylan? Ja, seine Hymne, wo er sagt, die Ameisen sind meine Freunde. Was kann ich sagen? Ich weiß. The answer, my friends, is blowing. Ein bisschen was aus dem Tierreich, ja. Gott sei Dank gibt es dann auch Hochzeiten, wo man richtig rockig sein darf, ja. Aber nur, dann steht der Psofener vor dir und sagt, ich kann es ja nicht endlich Hall oder Roche spielen. Bitte, wir spielen heute keine Volksmusik, wir spielen heute Rock. Ja, ich meine ja eh Hall oder Roche von die Led Zeppelin. Was kann das sein? Ich weiß es. I wanna hold on a roll. I wanna hold on a roll. I wanna hold on a roll. Also ich bin draufgekommen, man muss auf jeden Fall den Alkoholisierungsgrad von dem, der sich was wünscht, auch mit einrechnen. Warum ist es so problematisch, dieses Wünschen in Englisch? Ja, weil wir den Austropop haben, mit dem sind wir alle sozialisiert. Und der Austropop ist halt auf gut Österreichisch, ne? Zwickt's mich in meine Traum. Ich habe mir ja die längste Zeit gedacht, das kann überhaupt kein Problem sein. Ich übersetze das und dann wird es ein International Hit. Come on. Pinch me, I mean I dream. It can't be true, where are we at home? Also wir merken gleich in den ersten zwei Zeilen, ein großer internationaler Erfolg ist diesem Ambros-Lied in der Version nicht gegeben. Hat aber mit Ambros nichts zu tun. Auch der Georg Danzer, herrliche Lieder geschrieben. Hupfing, Gatsch und Schlager Wöhn ist doch ein Motto. International, jump in the mud and beat a wave. Also unter uns, das hilft dann England auch nicht beim Brexit. Helfen tut so jemand wie der Andy Baum, weil der hat von Haus aus gleich mal in Englisch gesungen. Nicht? Still I remember Yvonne. Na, das habe ich locker übersetzt. Ich erinnere mich noch immer, wo ich wohne. Ja, also das Sprachverständnis des Österreichers ist nicht aufs Beste bestellt. Ja, das kann ich bestätigen von meinen vielen Reisen, Österreich-Werbung, Wien-Tourismus. Erst vor 3 Jahren war ich in Sydney, habe einen Wien-Abend gegeben und am nächsten Tag bin ich mit 2 Wildfremden im Lift, im Hotel, Richtung Frühstück gefahren. Im 3. Stock geht der Lift auf, es kommt einer rein und nur ich habe sofort gewusst, nach 3 Sekunden, das ist ein Österreicher. Gut, er hat es mir leicht gemacht. Er hat uns begrüßt mit den Worten, tomorrow, tomorrow. Die anderen 2 haben deppert geschaut, aber ich habe gewusst, was er sagt. Morgen, morgen. Und morgen hast ja tomorrow. Das Gute für euch als Pandemix Volume 5 Zuschauer, das ist, dass ihr nicht bis morgen warten müsst, bis der nächste Gast
die nächste Gästin eigentlich erscheint. Mein Name ist Thomas Strobel, ich freue mich, dass ich heute dabei sein durfte. Und ich darf jetzt eine Kollegin ansagen, mit der ich letztes Jahr in Spitz an der Donau auf einer Open-Air-Bühne war. Liebe Isabel, leider, heuer, weder im Juli noch im August werden wir irgendwo auf einer Open-Air-Bühne stehen, so wie es jetzt ausschaut. Aber die Hoffnung, die geben wir nicht auf. Wir sehen einander wieder live. Und ihr seht jetzt die Isabel Meili bei Pandemix Volume 5. Gute Unterhaltung, freue mich. Nun gut, ich möchte euch ein bisschen vorlesen aus meinem Tagebuch. Ich habe tatsächlich ein Quarantänetagebuch geschrieben und im Zuge der Sucherei nach einem passenden leeren Buch habe ich noch ein anderes Buch gefunden. Es ist mega geil. Das ist meine Schulklasse. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und ich habe dann tatsächlich selber was reingeschrieben, weil ich mir wahrscheinlich gedacht habe, naja, ich bin ja auch in meiner Schulklasse, also muss ich jetzt da auch was reinschreiben. Und ich musste wahnsinnig lachen. Da muss man so einen Steckbrief ausfüllen. Das habe ich auch wahnsinnig schön gemacht mit ganz vielen tollen Stickers drin. Das könnt ihr sehen. Und ich musste so lachen, weil ich habe nämlich geschrieben bei mein Lieblingssportler, habe ich geschrieben, mich selber. Das ist sehr lustig. Denn wer mich kennt, weiß, dass ich nicht Lieblingssportler bin von niemandem. Und ich weiß auch nicht genau, in welchem Paralleluniversum ich da gelebt habe, um sowas aufzuschreiben. Was auch lustig ist, meine Lieblingsstars, Kelly Family, das hat sich bis heute nicht geändert. Ich war jetzt im Dezember am Konzert, weil die Kelly Family ist ja wieder auf große Comeback-Tour. Und was ich da vor allem festgestellt habe, ist, dass wir alle älter geworden sind, alle Fans und ich. Weil früher waren da so kreischende Teenager und die hatten so Plakate, auf denen stand, Angelo, ich will ein Kind von dir. Und jetzt waren da so erwachsene Frauen, die hatten Plakate, auf denen stand, Angelo, ich habe ein Kind von dir, zahl endlich Alimente. Ja, das habe ich festgestellt, wir wurden alle älter, außer mein Musikgeschmack, der ist in der Pubertät stecken geblieben. Nun gut, ich möchte euch aus meinem Quarantänetagebuch vorlesen, das ist leider nicht so bunt, lässig, schrill, flippig, sondern einfach schwarz. Ich habe auf der ersten Seite, habe ich mir gedacht, ich lasse jetzt einfach so meiner Kreativität freien Lauf und beschreibe mal so der erste Gedanke, der mir zum Thema Corona in den Sinn kommt und das ist fuck. Nun gut, also Quarantänetagebuch, Tag 1, das war der 13. März. Liebes Tagebuch, morgen fange ich mit Homeoffice an. Tag 2, liebes Tagebuch, morgen fange ich wirklich mit Homeoffice an. PS, schwöre. Tag 3, heute habe ich mit Homeoffice angefangen. Ich mache mehr Home als Office. Ich glaube, ich bin sehr talentiert in Home. Tag 4, mir geht langsam das Klopapier aus, traue mich aber kein neues zu kaufen, habe Angst, dass die Menschen im Supermarkt glauben, ich hamstere. Klammer, habe noch alte Flyer von mir gefunden. Also mit einem Erfahrungswert von jetzt 32 Tagen kann ich euch sagen, das mit den Flyern ist nicht so eine gute Idee. Also es tut ein bisschen weh, also ich glaube, ich muss zum Arzt. Tag 5. Habe von einem Hamster geträumt. Tag 6, ich will einen Hamster. PS, eigentlich will ich ein Meerschweinchen. Ich wurde gebrainwashed. Tag 7, habe ein paar Pflanzen auf dem Balkon umgepflanzt. Tag 8, ich bin draufgekommen, ich habe gar keinen Balkon. Tag 9, in den sozialen Medien gibt es dauernd eine Challenge, die Kinderfoto-Challenge, die Haustier-Challenge. Die Ich koche so geile Sachen Challenge. Ich habe eine eigene Challenge gestartet, die Never Ever Do a Challenge Again Challenge. Ich bin leider die Einzige, die da mitmacht. Tag 10, wenn ich mir einen Film anschaue, kommt mir alles so absurd vor. Bei Szenen mit mehr als 5 Menschen denke ich mir, na, geht's auseinander, ich ruf die Kiverei. Richtig pervers finde ich es ja, wenn Menschen aus derselben Flasche trinken und sobald einer anfängt zu singen, rufe ich in den Monitor,
Ruhe, Ruhe, so schön ist es nicht. Tag 11. Ich beobachte einen stetigen Bartwuchs bei all meinen männlichen Freunden via Skype. Auch bei mir beobachte ich einen stetigen Haarwuchs. Noch 3 Tage und ich starte ein YouTube-Tutorial. So, Beinhaare. Tag 12. Ich beginne langsam alles, was ich tue, singend zu kommentieren. Mein größter Hit: Ich öffne den Kühlschrank. Tag 13. Habe einen Nachmittagsspaziergang gemacht, habe nach 10 Minuten Seitenstechen bekommen und nach weiteren 15 Minuten einen Sonnenbrand. Ja, so viel zum Thema Lieblingssportler. Tag 15. Skypen ist so anstrengend, da ich immer zuerst mein Liebesgut und Dinge, die ich mir mal ausgeborgt habe, verstecken muss. Krasse Erkenntnis, man muss immer das Telefon abheben, es gibt ja keine Ausreden mehr. Oder? Das ist so anstrengend, man muss immer erreichbar sein. Ich habe gedacht, Quarantäne ist ein bisschen wie Urlaub. Nix da, kann ja nicht sagen, ah, ich war gerade unterwegs. Plus 2,5. Ich rechne nicht mehr in Tagen, sondern in Kilos. Plus 2,5. Ja, wenigstens etwas, das stagniert. Ich habe mir heute zum ersten Mal wieder einen BH angezogen. War schwierig. Feinmotorik funktioniert nicht mehr. Ja, ich habe mir jetzt auch für den Stream extra einen neuen Pulli, also einen anderen Pulli, angezogen, weil auf dem anderen war Joghurt drauf. Seit 14 Tagen. Plus 2,75. Die Bravo hat alte Ausgaben freigeschaltet. Das ist mega cool. Die Bravo hat Ausgaben freigeschalten und da habe ich ein paar alte Ausgaben aus den 90ern gelesen. Und dabei ist mir eingefallen, ich durfte ja früher die Bravo nicht lesen, weil meine Mama fand das doof. Also ich glaube, sie hat das schon differenzierter ausgedrückt, als zu sagen, ich finde das doof. Aber in meinem Kopf ist es noch, ich finde das doof. Und damals habe ich mich dann immer mit den Leuten aus der Schule angefreundet, die ältere Geschwister haben, damit ich dann trotzdem illegalerweise an die Bravo rangekommen bin. Und dann habe ich mal die Bravo gelesen und da war ein Interview mit Gary Halliwell, der Rothaarigen des Spice Girls, und die hat tatsächlich in einem Interview gesagt, sie hat auf jeder Pobacke ein W tätowiert und wenn sie sich nur tief genug bückt, dann heißt es wow. Ich kriege dieses Bild seit 25 Jahren nicht mehr aus meinem Kopf. Wow. Plus 3, hab seit Tagen einen Ohrwurm. Bam, 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 bam. Wer diesen Ohrwurm erkennt, kann das gerne so in die Kommentare reinschreiben, falls überhaupt wer zuschaut. Und dann könnt ihr gerne Freikarten gewinnen für die nächste Show, die dann, keine Ahnung, wann stattfindet. Aber wer erkennt diese Melodie? Bam, 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 bam. Ich glaube, das wird der nächste Disco-Hit. Bam, 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 bam. So, immer noch plus 3. Muss Sport machen. Habe heute Ping gespielt. Ja, und aufs Pong warte ich noch bis heute. Tag 22, das war schön. Habe mir heute einen Blumenstrauß geschenkt. Das war sehr cool. Ich habe mir einen Blumenstrauß geschenkt und dann habe ich gesagt, hey, Isabel, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann habe ich gesagt, cool, ich liebe Überraschungen. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, ich weiß. Und dann habe ich mir die Blumen überreicht und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, Blumen, ich liebe Blumen, vielen, vielen Dank. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass du Blumen liebst. Und dann habe ich gesagt, hey, es ist mega nett, aber es wäre voll nicht notwendig gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich meine, du hättest ja das Gleiche für mich getan. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Also es war sehr, sehr schön. Das Schöne ist, wenn man sich selber was beschenkt oder sich selber was schenkt, ist so die doppelte Freude. Einerseits als Schenker oder Schenkerin und andererseits als Überraschende, geüberrascht werdende. Ja, also schleicht sich allmählich auch ein bisschen der Wahnsinn ein, merke ich gerade. Tag 23, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich vermisse die U6. Ja, das stimmt tatsächlich. Also wie der Thomas das bereits vorhin gesagt hat, dieses Leute beobachten und Leuten zuzuhören,
Das ist ein großer Teil der Aufgabe oder der Arbeit eines Kabarettisten oder Kabarettistin. Und ich tue zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln immer so, als ob ich Musik hören würde. Tue ich natürlich nicht, ich höre den Leuten zu. Und einmal, das war, glaube ich, das geilste Gespräch, das ich jemals mitgekriegt habe. Da war ich in diesem Viererabteil und der Typ vis-à-vis von mir, der hat telefoniert und der meinte dann so, ja, ich bin so niedergeschlagen in letzter Zeit und so antriebslos und ich komme kaum auf in der Früh und ich fühle mich auch so matt und ich glaube, ich habe das Down-Syndrom. Fand ich wahnsinnig lustig. Was ich übrigens auch bemerkt habe in den öffentlichen Verkehrsmitteln, ist, dass der Mensch wahnsinnig leicht zu konditionieren ist. Also ich habe immer so ähnliche Abläufe, zum Beispiel wenn ich aufstehe in der Früh. Das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen, ist Fenster öffnen, lüften, frühstücken, Fenster schließen. Das ist immer gleich. Oder wenn ich zum Beispiel aufs Klo gehe und groß muss, dann spiele ich immer Bubble Shooter. Immer Bubble Shooter. Und ich habe dann mal in der U6 Bubble Shooter gespielt. Der Mensch ist sehr leicht zu konditionieren. Tag 24. Ich habe gedacht, ich hätte mich an die Schreckensnachrichten gewöhnt, aber heute musste ich weinen. Andreas Gabalier macht einen Song zu der Gesamtsituation. Ja. Und Tag 25, es gibt jetzt YouPorn Premium. Ja, das war mein letzter Eintrag. Also offensichtlich habe ich eine Beschäftigung gefunden. Und in diesem Sinne gebe ich weiter an Jürgen Föttinger. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich sehr, 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 sehr bald wieder live. Denn Comedy funktioniert ein bisschen wie Sex. Man kann es schon vor der Webcam machen, alleine. Aber ist halt ein bisschen scheiße. Tschüss, schönen Abend. Also nochmal herzlich willkommen in Aurach in Oberösterreich. Das liegt zwischen Attersee und Traunsee. Das wunderschöne Aurach von Hunger. Genau. Jetzt hat mir die Technik schon aus der Fassung gebracht. Ja, kannst du über einen anderen Fütter reden, bitte? Okay, also ich bin der Jürgen Föttinger, ein angehender Kabarettist. Also ich bin unterwegs mit meinem Solo und das ist, wie soll ich sagen, der Riesentarzan heißt das. Und in Vöcklabruck, da haben wir öfter so ein Kabarett-Mixed-Show, das Kabarett Plus. Und am 22. hätten wir es gehabt mit Horst Eberl. Das ist ein ganz lieber Kabarettist aus Bayern. Kommt leider nicht. Und ganz gefreut hätte ich mich auch, besonders gefreut hätte ich mich auf B-Quadrat. Das sind wirklich tolle Kabarettisten, tolle Musiker. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dass ihr euch die anschauen könnt, schaut euch die an, das zahlt sich wirklich aus. Und der Marco Resch, das wäre ein junger Kabarettist aus Salzburg. Der wäre gekommen auch mit der Beat Sets Band, weil wir haben da immer so musikalische Umrahmung bei unserer Kabarett-Mixshow, das hat sich einfach bewährt. Genau. Und jetzt ist das einfach eine Vorbereitung für so Kabarett-Mixshow, das ist ein enormer Zeitaufwand. Und jetzt durch die Quarantäne, da ist einfach wirklich sehr viel Zeit überblieben. Und da haben wir gedacht, naja, da bin ich kreativ geworden. Ich habe mich da wirklich ins Zeug gehauen. Und man sagt, nutz die Zeit, mach was draus, du kannst das auch wirklich anders nutzen. Und ich sage euch, also ich habe es genutzt. Ich habe ein Musikinstrument erfunden. Das ist eine Mischung aus Trompeten und Horn. Es klingt wunderschön. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten paar Jahren einfach wirklich auch in der einen oder anderen Blasmusikkapelle einfach so ein Horntrompeten mitspielt. Ich sage es euch, es klingt wirklich wunderschön. Die Horntrompeten, schaut, das sind die Horntrompeten und der Klang ist ein Wahnsinn. Also, wenn der jetzt einer von der Blasmusik mitschaut, schreibt es in die Kommentare, ich schicke euch eins oder gleich fünf für die Musikkapellen. Und da kann ich sagen, mit dem kann man auch wirklich gut marschieren. Und weil einfach dann nur Zeit über war,
Ich habe das genutzt. Und ich sage euch, ich habe ein richtiges Kunstwerk geschaffen. Die Mona Lisa 2.0. Und es war nur genug Zeit, nachdem ich das Kunstwerk, das wird auch versteigert heute, bitte schreibt es in die Kommentare, Ausrufpreis 250 Euro. Bevor wir es in Louvre hängen, habt ihr jetzt nur die Gelegenheit, dass ihr da noch zugreift. Garantierte Wertsteigerung. Es war nur Zeit über zum Laserschwertkämpfen lernen. Und so bin ich gegen jeden Einbrecher gewappnet. So, schreibt es in die Kommentare, wer mit mir kämpfen will. Gern. Wer ist denn online? Wo sind denn die Leute? Von Wien? Ist von Wien wer da? Michael Reiter, Sigi, der ist da online. Und der Leopold Severin zum Beispiel, das sehe ich, schöne Grüße. Ja, und dann war nur Zeit, es wird sich nicht glauben, also man hat ja, sonst ist man so beschäftigt. Ich habe es wirklich genutzt, ich habe Jodeln gelernt. Ja, Jodeln, und ich habe gedacht, das ist auch praktisch, wenn du Abstand halten sollst, das kommt ja von da. Früher haben sie über weite Entfernungen kommuniziert, ohne Handy, und da habe ich dann der Lirl geschrieben. Ein Jodel-Lirl, das ich dann auch fürs Kabarett nutzen will. Vielleicht einmal bei einer Castingshow. Zu DSDS von RTL bekannt, denn er kann super jodeln, nicht nur auf steiler Wand. Die Jury ist begeistert, das Publikum gebannt. Selbst Dieter, der muss weinen, im Herz sind sie verwandt. Publikum, es bebt, die Jury auf den Tischen, sowas haben's noch nie erlebt. Der Bohlen holt die Krone, du bist der neue Star. Dank dir ist das Niveau von RTL noch besser als schon war. Yeah.
ihr seht einfach, also das kann nur ein Erfolg werden. Die Zeit, nutzt die Zeit in der Quarantäne. Macht was draus. Selbst Ideen gibt es genug, einfach, dass man das alles wirklich verwirklicht, was man sich so vorgenommen hat. Ich habe nur was gemacht. Ist ja nicht, dass ich mir da so ein Lierl gleich stoppen darf. Also, ihr müsst. Ich hab das Töpfen angefangen. Es, ihr seht, es ist ein Abbild. Ein richtiges Abbild von mir. Erhält dich auf meiner neuen Homepage www.jodelkurs.at. Meldet euch an für einen Workshop bei mir. Aber erst nach der Quarantäne dann. Also, weil Jodeln ist eigentlich im Freien einfach besser. Und dann habe ich nur Zeit gehabt. Ich habe mir im Wohnzimmer einen Strick montiert auf der Decke. Zum Schwingen. Wenn eine Zeit über ist, dann kann ich quasi schwingen. Das ist gut für die Muskeln. Das ist gut für die Muskeln. Ja. Ja. Und ihr seht, man kann sich auch in der Quarantäne beschäftigen. Und die Zeit vergeht. Im Nachhinein gesehen sehr schnell. Auch unsere gemeinsame Zeit ist jetzt zu Ende. Bleibt nur dran. Schaut euch jetzt dann die Sonne ein Pickert an im Anschluss. Und dann den Benedikt Mittmannsgruber. Beides wirklich tolle Kabarettisten. Und ich wünsche euch wirklich alles Gute. Und auf dies, dass wir sie bald wiedersehen. Auf der Zeit nach Corona. Jetzt also Sonja Pickert. Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen Zuschauerinnen und Zuschauern da draußen, alle, die ihr heute eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich bin Sonja Pickert, ich bin Kabarettistin und ich bin zu Hause, wie die meisten jetzt gerade. Ne? Und ja, es ist eine tatsächlich schwierige Zeit. Also es gab ja wirklich auch damals, als ich mich für diesen Beruf entschieden habe, viele Gründe, nicht Künstlerin zu werden. Aber eine Pandemie war irgendwie nie darunter. Aber gut, so ist es halt jetzt. Ne? Das ist jetzt passiert und hier bin ich. Zu Hause. Ja, ich erzähle mir, glaube ich, einfach am besten so einen kleinen Schwank aus meinem Leben. Und zwar ist es so, dass ich bis vor kurzem noch einen Nebenjob hatte. Das ist so ein bisschen die ironische Tragik dieser Situation jetzt, ja, dass ich vor kurzem eigentlich erst meinen Nebenjob gekündigt hatte, weil ich dachte, ach, mit dem Kabarett läuft so gut und jetzt kann ich den Kellnerjob in den Wind schießen und selbstständig werden. Ja, und dann kam Corona. Das war ein Spaß. Ja gut, aber man macht das Beste draus. Ich möchte vielleicht ein paar Worte zu meinem Kellnerjob sagen. Ich glaube, dass viele von euch auch schon mal gekellnert haben, ja, und in irgendeinem Café oder einem Restaurant gearbeitet haben. Ich habe in allem Möglichen mal gearbeitet. Und es gab so eine Sache, die hat sich immer extrem durchgezogen. Ja, also eine Sache, die gab es in jedem Betrieb und das waren nämlich diese WhatsApp-Gruppen. Ne, jeder, der das schon mal gemacht hat, jeder, der schon mal gekellnert hat, kennt diese WhatsApp-Gruppen, wo alle Mitarbeiter drin sind, damit sie sich gegenseitig Infos geben können. Ja, und ich werde gerade gefragt, warum es viel dunkler ist als bei Isabel. Moment, das haben wir gleich. Jetzt müsste es heller sein, wenn sich meine Kamera nicht wieder dran anpasst. Dann ist es einfach so wie vorher. Ja, gut. Aber genau, die WhatsApp-Gruppen, da war ich stehen geblieben. Und zwar, was ich interessant finde an diesen WhatsApp-Gruppen ist, es gibt immer einen fiesen, schlecht gelaunten Restaurantleiter in diesen Gruppen, der dann immer so Fotos postet von so leeren Bierkisten und darunter steht dann irgendwie sowas passiv-aggressives wie: Wie kann das sein? Und dann antwortet einfach niemand. Aber drei Tage später postet jemand ein Katzenvideo.
Ja, das ist so der Klassiker, das mag ich auch besonders gerne. Ich habe mich dann immer gefragt, wieso kann man nicht zivilisiert mit der Situation umgehen? Ne? Wieso? Weil man könnte ja auch einfach schreiben, hey, liebe Spätschicht von gestern, ich glaube, ich habe vergessen, eine Bierkiste in den Keller zu bringen, könnt ihr das noch nachholen? Und dann würde irgendjemand sagen, ah, ja, sorry, ah, mein Fehler, ich hatte Spätschicht, aber das Geschäft ist immer schwach am Sonntagabend, da bin ich früher heim, ich mach's nachher. Nicht in der Gastro. Weil in der Gastro, da steht nämlich jeder Mitarbeiter immer so 2 Millimeter vorm Nervenzusammenbruch. Ja? Der Restaurantleiter, der sieht so eine leere Bierkiste und fühlt sich persönlich angegriffen. Ein Restaurantleiter, der sieht so eine Bierkiste und der denkt sich, das muss dokumentiert werden. Ich mache ein Foto mit meinem Handy und poste das in die Gruppe. Nee, Moment mal. Ich muss noch irgendeine aggressive Frage drunter posten. Wer war das? Nein, das ist nicht vage genug. Wie kann das sein? Perfekt. Wie kann das sein? Möchte sich jemand entschuldigen? In diesem Fall findet ihr mich in meinem Büro. Nein, ihr findet mich nicht in meinem Büro, weil nämlich irgendein Arschloch die Obstlieferung von Donnerstag falsch verräumt hat und deswegen steht jetzt eine Kiste mit kernlosen Trauben in meinem Büro. Und ich habe in dieser WhatsApp-Gruppe mehrfach darauf hingewiesen, wie verdammt merkwürdig ich kernlose Trauben finde. Ist es nicht komisch, dass Menschen Früchte kastrieren, damit uns ihre ungeborenen Kinder nicht beim Essen stören? Jedes Mal, wenn ich eine kernlose Traube sehe, muss ich daran denken, eine schwangere Frau zu essen. Kernlose Trauben brauchen eine Triggerwarnung. Mein Büro ist wegen dieser Kiste jetzt kein Safe Space mehr und ich werde sehr viel Kokain brauchen, um mich wieder zu beruhigen. So ist das, ja. Jetzt hätte ich jetzt übrigens nicht mit meinem Handy machen müssen, wo gerade gleichzeitig der Livestream läuft. Ich glaube, jetzt habe ich mir selber ein Like gegeben. Aber naja. Naja, aber immer wenn ich sowas gelesen habe in der Vergangenheit, dann habe ich mir gedacht, Mann, was, wenn wir wichtige Jobs hätten? Ja, also ist ja auch ein wichtiger Job, ne? Aber ich meine so Jobs, wo es um Leben und Tod geht. Andererseits, vielleicht ist es da genauso. Ja? Vielleicht haben Menschenrechtsanwälte auch WhatsApp-Gruppen. Und da geht es dann genauso zu. Ne? Irgendjemand postet so ein IS-Video und darunter steht, wie kann das sein? Es war die Aufgabe des Spätdienstes, dafür Sorge zu tragen, dass nach 18 Uhr keine Journalisten mehr enthauptet werden. Wie ist das möglich? Und dann meldet sich irgendjemand und sagt, sorry, ich hatte Spätdienst, aber weißt ja, Terrorismus ist immer schwach am Sonntagabend, da bin ich früher heim. Katzenvideo? Ja. Ja, ich glaube, Katzenvideos, das ist jetzt auch eigentlich eine schöne Überleitung. Und zwar ist euch mal aufgefallen, welcher Online-Content jetzt gerade noch beliebter ist als Katzenvideos? Diese Blog-Einträge von irgendwelchen 19-Jährigen, die behaupten, die Welt nach Corona wird besser sein. Ja, das liebe ich ja. Also, ich meine, klar, man hat es festgestellt, dass die Natur sich jetzt langsam erholt, weil die Menschen nicht mehr so viel draußen sind. Aber in den Blog-Einträgen, die ich so lese, wird einfach so massiv übertrieben. Ja, es wird wirklich gesagt, die Welt nach Corona wird eine bessere sein. Die Luft wird gesünder, das Wasser wird klarer. Unzählige Fischstäbchen frohlocken wieder durch die Weltmeere. Neue Tierarten entstehen. Längst ausgestorbene Tierarten kehren zurück. Du wirst demnächst auf der Maria-Hilfer-Straße vor lauter Dodos nämlich nicht mehr treten können. Die Polkappen wachsen. Die Titanic taucht wieder auf. Leonardo DiCaprio wird wieder sexy. Die US-Amerikaner geben das Land an die indigene Bevölkerung zurück. Donald Trump wird von einem Dinosaurier gefressen. Und all das. Nur weil die Menschheit nach Jahrhunderten der Ausbeutung an diesem Planeten jetzt mal einen Monat lang zu Hause bleibt. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das so ein bisschen übertrieben. Also im Ernst, das ist, aber das sind noch nicht die schlimmsten Online-Leute, muss ich sagen. Also es gibt so zwei Kategorien von Menschen, die gerade online sind. Es gibt die bessere Weltfanatiker und es gibt die besserer Mensch-Fanatiker. Ne, das sind die anderen, das geht euch bestimmt auch genauso, dass diese Empfehlungsschleudern. Von allen Seiten bekommst du gerade Empfehlungen, was du jetzt mit deiner neu gewonnenen Zeit machen sollst. Ne, du sollst Yoga machen und Brot backen und Melanzanis auf dem Balkon züchten und deinen Kontrabass mal wieder polieren. Und es gibt ganz tolle Online-Tutorials über Kernchemie. Kannst du alles von zu Hause aus machen. Das Einzige, was du brauchst, ist eine Banane und eine alte Mikrowelle. Nicht zu fassen. Wirklich. Ich finde es auch,
auch irgendwie ganz merkwürdig. Dann ist mir nämlich, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, das sind nicht die einzigen Empfehlungen. Auch in Nicht-Corona-Zeiten ist unser Leben so voll von Empfehlungen. Wirklich, da müsst ihr mal drauf achten. Jeder empfiehlt uns dauernd was. Die WHO empfiehlt 2,5 Liter Wasser, 5 Portionen Obst und Gemüse und 100 Bürstenstriche am Tag und einmal die Woche Brust abtasten. Ich soll beim Händewaschen Happy Birthday singen und beim Duschen das kommunistische Manifest aufsagen. Der Konsumentenschutz empfiehlt, den Weg meines Fischstäbchens rückzuverfolgen. Die evangelische Kirche empfiehlt, jeden Tag ein Apfelbäumchen zu pflanzen. Und die katholische Kirche empfiehlt, mich zu schämen, während ich meine Brust abtaste. Die Empfehlungen der österreichischen Datenschutzbehörde für mein Passwort lauten mindestens 26 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung, 7 Zahlen, 5 Sonderzeichen und einen klingonischen Klicklaut, den ich zuvor über die eigens zu diesem Zweck von der Datenschutzbehörde zur Verfügung gestellte App herunterladen kann, nachdem ich die AGBs gelesen habe. Wovon die Datenschutzbehörde natürlich ausgeht, denn ich bin ja eine mündige Bürgerin. Mein Großvater empfiehlt, mich nicht so anzustellen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Apropos Schmerz, ich brauche einen Organspendeausweis, eine Patientenverfügung und das Bundesamt für Wald empfiehlt, mich vom Eichenprozessionsspinner fernzuhalten. Ich brauche ein Sparbuch, ein Tagesgeldkonto, ein Aktienportfolio, Staatsanleihen, ein bisschen Bargeld in den Gardinensaum eingenäht und die Nationalbank empfiehlt die Teilnahme an einem Alchemisten-Workshop, wo ich lerne, aus Apfelmus und Toffifee Gold zu machen. Der Workshop wird vom BAföG gefördert. Man empfiehlt die rechtzeitige Antragstellung. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung empfiehlt, zur Durchsetzung des Verhüllungsverbotes im Winter auf das Tragen eines Schals zu verzichten und gänzlich auf beheizbare Halskrausen umzusteigen. Das sei nämlich die einzigste Art, wie man den Islamismus in Österreich im Keim ersticken könne. Wer es gemerkt hat, das heißt einzige und nicht einzigste. Einzig hat keinen Superlativ. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl empfiehlt Deutschkurse auch für Einheimische. Übrigens, Fun Fact an dieser Stelle, der nichts damit zu tun hat. Statistisch gesehen hat die Bahn im Jahr 128 Mal eine Verspätung von über 6 Stunden. Statistisch gesehen wird man allerdings auch vom Fahrradfahren schwanger. Die Bundesanstalt für Statistik empfiehlt daher, vom Fahrradfahren abzusehen und stattdessen die Bahn zu verwenden. Die Bahn empfiehlt, bei Verspätungen Ruhe zu bewahren und sich in den Speisewagen zu begeben, wo ein kleines Saftpäckchen und ein halbes Stück Knäckebrot auf mich wartet. Jamie Oliver empfiehlt dazu einen leichten Chardonnay. Der Hersteller meines Wasserkochers empfiehlt, bereits aufgekochtes Wasser nicht noch einmal aufzukochen. Niemand weiß warum. Die Geologische Bundesanstalt empfiehlt, die gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Rolltreppen, um weiterer Kontinentalverschiebung vorzubeugen. Und der Dalai Lama empfiehlt, jeden Tag eine Minute darüber nachzudenken, wie gut es mir eigentlich geht. Ja, die Minute ist jetzt auch, glaube ich, tatsächlich gekommen. Das mache ich nämlich immer von 20:48 Uhr bis 20:49 Uhr. Ja, eine Sache, für die ich dankbar bin, kann ich euch schon mal sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschalten. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und begrüßt mit mir, mit einem frenetischen Applaus vor euren Bildschirmen zu Hause, Benedikt Mittmannsgruber. Hallo Menschen im Internet. Hört man mich schon? Ich fühle mich gerade ein bisschen so wie ein ORF-Korrespondent in Ägypten, der nicht weiß, ob er schon live ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen so wie Karim El-Gohari. Aber vielleicht fühlt sich Karim El-Gohari ja auch gerade ein bisschen so wie Benedikt Mittmannsgruber. Aber ich glaube, er fühlt sich eher so wie Karim El-Gohari. Mein Leben ist scheiße. Ich glaube, jetzt hören mir alle Menschen. Es folgt ein Aufruf der österreichischen Bundesregierung. Das war Spaß. Jetzt habe ich nur eure Aufmerksamkeit. Ich bin der Benedikt Mittmannsgruber und ich habe mich während der Quarantäne mit der Herkunft von meinem Namen beschäftigt. Benedikt Mittmannsgruber ist lateinisch und heißt auf Deutsch so viel wie Ryan Gosling. Ryan Gosling ist altgriechisch und heißt auf Deutsch so viel wie Benedikt Mittmannsgruber. Das ist ein lustiger Zufall.
Was kann ich so aus meinem Leben in der Isolation erzählen? Seit kurzem, seit ein paar Monaten, lebt so ein Hund in unserer Wohnung, also in der Wohnung von meiner Freundin und von mir. Er lebt wegen uns da. Wir haben ihn gekauft. Leider. Am Anfang haben wir sie gedacht, der ist sicher voll lieb und wird unser Leben sicher bereichern. Auf keinen Fall. Unser Hund ist sehr rassistisch. Er ist ein weißer, heterosexueller Labrador. Er hasst andere Kulturen und andere Lebensweisen. Vor dem ganzen Coronavirus, da hat uns immer einmal in der Woche eine Familie aus Syrien besucht. Das war ein Ehepaar mit zwei Kindern. Und immer wenn die Syrer zu uns gekommen sind, in die Wohnung, ist unser Hund komplett durchdraht und hat's angesprungen. Dann hat er meistens nur so bäß knurrt und gesagt: Wuff, wuff, geht's zurück nach Syrien. Und weil er so aufgedreht war, hat er die Leute dann manchmal auch am Schurchbrunst. Er ist ein bisschen so wie mein Opa. Wir haben dann gesagt: Aus! Es kann nicht so weitergehen. Wir sind offene, linksliberale Studenten aus der gehobenen Mittelschicht. Wir haben dann kurz überlegt und haben dann beim Fressnapf einen Käfig gekauft. Ich weiß, das klingt brutal, aber es hilft. Er kann die Leute jetzt nicht mehr anspringen. Wir sitzen jetzt am Tisch und im Käfig sind die Syrer. Der ist mir gestern eingefallen. Ich muss euch jetzt was über mich erzählen. Ich koche recht gern. Ich mache gern so vegane Aufstriche. Ich weiß, was die meisten Männer, die jetzt gerade zuschauen, wahrscheinlich über mich denken. Der Typ ist gefährlich. Bei dem müssen wir aufpassen. Aber solange ihr mich in Ruhe lasst, lasse ich euch auch in Ruhe. Außer ich habe einen schlechten Tag. Aber heute habe ich einen guten Tag. Ich bin voll fröhlich. Vor dem ganzen Coronavirus, da habe ich zum 50. Geburtstag von meinem Onkel einen Kichererbsen-Brokkoli-Aufstrich gemacht. Kichererbsen-Brokkoli-Aufstrich ist so ein uralter Inbegriff für Männlichkeit. Ich will jetzt nicht angeben, aber mein Bizeps ist ein bisschen schüchtern. Er hat gerade Ausgangssperre. Früher bei den Indianern, da ist man erst offiziell als Mann anerkannt worden, wenn man mindestens einmal in seinem Leben einen richtig guten Kichererbsen-Brokkoli-Aufstrich gemacht hat. Erst dann haben die anderen Indianer gesagt: Ja, das ist ein guter Mann. Den können wir in den Krieg mitnehmen. Aber in der Gegenwart respektiert mich niemand für meine veganen Aufstriche. Mein Onkel hat meinen Aufstrich gekost und hat dann zu mir gesagt: Wow, der schmeckt ja extrem scheiße. Und das hat meine Gefühle wirklich sehr verletzt. Gut, mein Onkel ist 50 Jahre alt. In seinem Leben hat Aufstrich eine ganz andere Bedeutung. Und mein Aufstrich ist sicher nicht schuld an seinem Syphilis. Glaube ich zumindest. Ich bin da seit ungefähr einem Monat im tiefsten Mühlviertel isoliert, gemeinsam mit einer Schwester, zwei Eltern und einer Freundin. Und das Leben für mich ist wirklich schwierig.
Bei uns herrscht nämlich häusliche Gewalt. Also nicht physisch, sondern mit Worten. Meine Mama, die mag meine Schwester nämlich viel lieber wie mich. Das war früher auch schon so. Wenn meine Schwester als kleines Kind krank war, dann war meine Mama immer komplett hysterisch und hat gedacht, meine Schwester stirbt. Wenn ich als Kind krank war, dann hat meine Mama nicht nur einmal überlegt, ob das ethisch vertretbar ist, wenn es mir jetzt einschläfert. Einmal im Winter 2006, da war meine Schwester wieder ziemlich krank. Meine Mama hat in die Arbeit müssen und ich habe auf sie aufpasst. Meine Mama hat dann zu mir gesagt, wenn ich mit meiner Schwester in den Garten rausgehe, dann bringt es mich wahrscheinlich um. Langsam, qualvoll und eigenhändig. Aber mir war ziemlich fad. Und darum haben wir und meine Schwester dann draußen im Garten gemeinsam eine Schneehöhle gebaut. Eine große Haupthöhle für mich und eine kleine Nebenhöhle für meine Schwester. Ich war 10 Jahre alt und ich habe mir dann gedacht, es war ja wahnsinnig lustig, wenn wir in der Nebenhöhle jetzt einen Schweizer Kracher entzünden. Ha 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 ha. Ich habe das dann auch gemacht. Ich bin aus der Nebenhöhle rausgerannt und dann ist mir aufgefallen, Scheiße, ich habe ja auch noch so eine Schwester. Dann ist der Schweizer Kracher aber schon explodiert und die Nebenhöhle ist über meiner Schwester eingestürzt. Man hat sie überhaupt nicht mehr gesehen. Und sie hat auch keinen Lawinen-Airbag mitgehabt. Kurz danach ist meine Mama von der Arbeit heimgekommen. Sie ist zu mir hergegangen und hat gefragt, wie es meiner Schwester geht. Ich habe dann den Kopf geschüttelt und habe zu ihr gesagt, es tut mir leid. Sie hat es nicht geschafft. Es war leider eine akute Nebenhöhlenentzündung. Ich war voll das lustige Kind. Das Internet und der Empfang da im Mühlviertel sind extrem schlecht. Meistens dauert es stundenlang, bis das WhatsApp-Nachrichten verschickt werden. Und das ist wirklich zart. Aber es war früher eigentlich auch schon so. Wie ich 12 Jahre alt war, da haben wir in Religion mal Referate machen müssen über Gott, Jesus und seine Freund. Und ich habe dann blöderweise vergessen, wann mein Termin ist. Ich habe mich nicht mehr erinnern können, wann ich dran bin. Ich habe dann nicht mehr weiter gewusst und habe einfach unserem Religionslehrer SMS geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, hallo Religionslehrer, wann bin ich dran? LG. Unser Religionslehrer war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich alt und ist in der Nacht dann ganz plötzlich gestorben. Das war schon blöd. Nächsten Tag haben wir in der Schule dann einen Gedenkgottesdienst für ihn gemacht. Der Religionslehrer war vorne in einer Urne. Und mitten während dem Gottesdienst habe ich auf einmal eine SMS gekriegt von meinem Religionslehrer. Er hat mir geschrieben, hallo Benedikt, du bist der Nächste. Das war mein letzter Witz und das war auch die Pandemic-Show Volumen 5 für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Benedikt Mittmannsgruber hat sehr großen Spaß gehabt. Nächste Woche um die gleiche Uhrzeit gibt es Pandemix Volumen 6. Dort werden auch wieder Menschen auftreten, andere Menschen. Wer das ist, das steht nur in die Sterne. Also stay tuned.